Mann! Das ist ja nicht mehr normal hier. Hallo? Na, hör auf zu brennen! Hör auf zu brennen! Ach du Kacke, das war wohl mein Ende. Super gelaufen! Hallo, ich kann es jetzt aber gar nicht gebrauchen, dass meine Maus noch meint, sie müsse hier rumspacken. Ach du Kacke, nee. Das bringt nichts, wir haben da keine Chance. Der Kack! Arschlecken. Okay, weg hier. Wegen dieser kleinen Sturz! Kackdrache. Er leidet ja am Verfolgungswahn. Ja, dreh ab. Ach Gott, ach Gott. Okay. Ich muss irgendwo in Sicherheit gelangen. Renn. Muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Ah! Lass mich einfach in Ruhe. Ah, ich möchte hier rein, lass mich rein. Oh mein Gott. Wow. Der versteht wohl keinen Spaß. Ah, das war knapp. Was zum Teufel? Okay. Wo ist unsere Kackhauptmission? Hier. Okay. Runter da.
Okay. Okay. Die sind kein Problem. Komm her, Kackmagier. Okay. Ganz ruhig. Okay. 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 Alles klar. Ich sehe, wir sind ja nicht erwünscht. Puh. Also von dieser krassen Action muss ich mich mal erholen. Da mit diesen Drachen, da hatten wir ja keine Chance. Wo ist denn der Gemischtwarenhändler? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt, alles steht zum Für manche ja, ist es schon dran. Gut, schon gut. Für mich sind es Schätze. Ah, schön für dich. Okay, Waffen. Das kannst du haben. Kannst du haben. Die behalte ich. Nee, kannst du dir auch schön in die Haare schmieren. Puh! Krasse Kacke. Okay. Nee, ich gehe zuerst nach Hause. Das, was ich behalten möchte, da einlagern. Es liegt Frost. Nachher gehe ich mal zu den Schmieden. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich um Abwesenheit sieht um alles. Gibt's doch wohl nicht. Kann doch wohl nicht. Niemand muss mir helfen. Bam! Kann doch wohl nicht, Eier. Jemand muss etwas unternehmen. Ja, ach, Kacke. Ich glaube, das war wohl keine so gute Idee, diesen Arschgeier rumzulegen. Hi, Isolda. Wir haben einen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. 900 Gold. Ja, super. Hier, das ist frisch. Morgen koche ich euch wieder etwas. Ah, du kannst ruhig du sagen zu mir. Aber bin ich nicht empfindlich. Okay. Mit der Scheiße und nun brauche ich hier eine Truhe. Jetzt habe ich. Okay, hier hat die ganze Bekleidung rein, die ich nicht mit mir rumtragen möchte, aber auch nicht verkaufen. Okay. Die Elfenhelme kommen weg. Die Stiefel auch. Das kann ich ruhig verkaufen. Das auch. Die könnte ich kurz entzaubern gehen. Okay. Die auch. Die Zwergenrüstung brauche ich auch nicht. Und das Schild, das brauche ich noch. Und hier die
Diebesgildenausrüstung kann ich auch mal einlagern. Ja. Und die Waffen. Wo packe ich die Waffen hin? Ins andere Zimmer. Nee, hier ist schon Drachenzeug. Dann packe ich die Waffen hier in die Kommode. Elfendolch brauche ich nicht, die Kriegsachs brauche ich nicht, das brauche ich nicht, Streikkolbe brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Die behalte ich mal. Den brauche ich nicht. Kriegshammer könnt ihr behalten. Zwergenschreikolbe brauche ich nicht. Die Zwergenpfeile brauche ich auch nicht. Der kommt auf die Favoriten. Bekleidung. Das kann ich eigentlich alles weg. Bücher kann ich unten ins Bücherregal stellen. Bücherregal. Bücher, okay. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Rein, rein. Das kann rein. Okay. Und dann gehe ich noch in die Küche. Hier unnötige Zaubertränke einzulagern. Lagern. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Kann ich verkaufen. Nicht behalten, kann ich auch mal behalten. Okay, hier habe ich auch noch mal ein Bücherregal. Super. Okay. Hier hat es noch Scheiße drin. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Hey, Brenna Venizi. Erst einen Blick darauf. Ja, ja, ich werfe da gern einen Blick drauf, aber nicht auf das, was du hast. Sondern lieber auf das, was ich habe. Vergesst okay. Nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Dann verwenden wir hier kurz mal die Schnellscheiße zur Diebesgilde, weil scheinbar haben wir da den Schmuck, können wir da nicht verkaufen, aus was für einem Grund ever. Das wird raus. Okay, wieder zu den Scheiß. Oder ja nicht, dass das etwa jemand noch merkt. Ihr kommt von einem Auftrag, hä? Ich hoffe, es ging alles gut.